So Leute, wir sind wieder da und ich freue mich, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Talkwoche, die wie immer mit einer freien Themennacht beginnt. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch bei uns unter 0800 220 5050. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer oder mailt unter domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Sandra. Sandra ist 26 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Sandra, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ich würde gerne mit dir über meine Essstörung reden. Ja. Und zwar, ich habe vor 5 Jahren 20 Kilo abgenommen. Mhm. Von 80 Kilo auf 60 Kilo runter, habe meine Ernährung umgestellt, Sport gemacht und so weiter. Mhm. Ja, und dann hatte ich Angst, dass ich wieder zunehme. Hab gedacht, ich halte das gar nicht aus, wenn ich mir absolut alle Schokolade und sowas alles absolut verbiete. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich mir aber jeden Tag so ein bisschen was, ein Stück Schokolade erlaube, dann sind es morgen 2, übermorgen 3 und so weiter. Mhm, dann ist mir irgendwann der Gedanke gekommen, ich kann ja diese Schokolade jetzt als Beispiel mal, ich kann sie ja schmecken, aber ich brauche sie ja nicht runterschlucken. Also ich kann sie schmecken, kauen. Und ausspucken. Genau. Also es ist die leichte Variante der Bulimie quasi. Die gesündere, ne? Die gesündere zudem, ja. Ja, nur das hat sich in den letzten 5 Jahren so sehr entwickelt. Das ist im Moment zur Routine für mich geworden, dass ich wenn ich Feierabend habe, ich fahre nicht nach Hause. Mein erster Weg ist direkt zum Supermarkt. Ja. Ich gehe dann rein und kaufe mir, worauf ich gerade Lust habe. Ja, also nicht nur Süßes. Nee, Chips oder Fertiggerichte. Ja. Worauf ich Lust habe, dann fahre ich damit nach Hause. Ja, und dann setze ich mich vor den Fernseher und Aber wie geht das, wenn du jetzt beispielsweise ein Fertiggericht hast? Ja. Dann kaust du und kaust und kaust du und hast du neben dir gleich so einen Spucknapf? Ja, ich habe so eine Art Trinkflasche. Das ist eine Edelstahlflasche. Ja. Und dann spucke ich das alles wieder aus, nachdem ich das gekauft und geschmeckt habe und spüle das dann wieder aus. Wobei, so ein kleines bisschen schluckst du dann immer runter. So ja, eine Nuance, so die Reste. Immer, ja. Ja. Warst du denn in diesen 5 Jahren auch mal bulimisch? Das heißt, hast du auch mal wirklich erbrochen? Nein. Nein. Ich habe es wohl versucht, mal, ganz am Anfang. Mhm. Aber zum Glück, muss ich sagen, hat das überhaupt nicht geklappt. Also, ja. Das konnte ich gar nicht. Wie viel wiegst du im Moment? 60 Kilo. 60 Kilo? Ja. Mhm. Bei einer Größe von? Von 1,70. 1,70. Also normal. Ja, normal. Ja. Das heißt, isst du zwischendurch dann auch normal? Gibt es auch Mahlzeiten, die du dann normal runterschluckst? Offensichtlich ja, sonst wärst du dünner. Ja, aber das sind dann auch kalorienarme Gerichte. Also ich bin Vegetarierin. Ja. Esse sehr viel Obst und Gemüse. Mhm. Das und isst du aber wirklich dann? Ja. Das schluckst du runter dann? Ja. Mhm. Das sind also wirklich nur sehr Kalorienbomben, die ich nicht runterschlucke. Ja. Ist denn dein Ziel oder hast du diesen Wahn im Kopf, auch noch weniger zu wiegen, noch mehr abzunehmen? Ja, schon, aber sagen wir maximal 5 Kilo. Ja. Ja. Jetzt machst du seit 5 Jahren, kaust du die Sachen, alles da gönnst du dir quasi alles, was es gibt, Torten und Schokolade und Negerküsse und weiß ich was. Ganz genau. Nur mein Problem ist auch, dass ich jetzt merke, dass mich das mehr und mehr isoliert. Ja. Also ich habe... Wer weiß davon? Bitte? Wer weiß das? Dass keiner. Keiner. Hast du eine Beziehung? Nein, auch nicht mehr. Ich hatte Anfang dieses Jahres hatte ich meine Beziehung beendet. Das heißt, du hast während der Beziehung... Die ging ein halbes Jahr und während dieser Beziehung habe ich das kaum gemacht. Ach so. Nur ich habe das dann nachher, habe ich das so vermisst, da habe ich mich nach Abenden gesehnt, wo ich wirklich alleine bin und nur für mich zurückziehen kann. Also ist das so eine richtige Prozedur, ein Ritual, ja genau. Und ist die Beziehung deshalb kaputt gegangen? Ja. Also ich habe das so vermisst. Ich habe, ich brauchte diese Abende wieder für mich alleine. Wie lange dauert eigentlich so ein Ritual? Wenn du machst es jeden Tag? Jeden Abend, ja. Wie lange dauert das? Wie viele Stunden? Oder kann man das in Stunden berechnen? Ja,
3 Stunden. 3 Stunden? Ja. Ist zudem ja auch eine sehr unästhetische Sache, weil du ja immer das Ausgekaute ja da siehst. Ne? Absolut, ja. Ekelst dich selbst nicht? Ja, schon, wenn ich drüber nachdenke, was ich da eigentlich mache, schon. Ja. Du kippst das dann in die Toilette? Ja, oder ich spüle es aus, ja. Mhm. Genau. Das Ganze kostet ja nur auch eine Menge Kohle. Wie finanzierst du das? Ja, ich meine, das sind täglich, ja, ich habe so 10 bis 15 Euro. Ja, guck mal. Mhm. Das kommt schon einiges zusammen. Mhm. Was machst du vom Beruf, wenn ich fragen darf? Ich arbeite als Vertriebsassistentin bei einem größeren Konzern. Ah ja, das heißt, ein ganz Teil der Kohle, die du verdienst, geht dann halt auf dieses auch zurück. Ja. Hast du eine gute Freundin? Ja. Die weiß das auch nicht? Nein, das weiß niemand. Auch Familie nicht. Nee. Warum hast du es dir, ist es dir deine beste Freundin? Ja. Warum hast du es dir nicht erzählt? Da schäme ich mich. Das kann ich nicht. Ich bin der erste Mensch, mit dem du sprichst? Ja. Dass du den Mut dann hast, hier anzurufen und mit deiner Stimme aufzutreten? Ja, aber das ist ja absolut anonym. Ja, schon. Aber ich könnte es keinem erzählen, das wäre mir so peinlich. Und was meinst du, wie viel Menschen, die bulimisch erkrankt sind, die es genauso am Anfang empfunden haben, die sich auch geschämt haben, es den besten Freunden zu erzählen, weil es ist ja nun auch mal peinlich, vor dem Klo zu hängen und alles zu erbrechen, was man gerade gegessen hat. Ja, bei dir ist es ja ähnlich. Mhm. Andererseits macht dieses Reden, tut natürlich gut, weil es ein Ventil ist. Das stimmt. Und wenn man sich schon mal ausgesprochen hat oder gar mit jemandem beraten hat, ist das natürlich ein kleiner Schritt dahin, wo man vielleicht mal hinkommen will. Ja, ich würde so gern wieder so ein vernünftiges Verhältnis zum Essen bekommen, weil... Also du würdest auch ganz eindeutig sagen, dass du essgestört bist. Ja. Dass das auch eine Sucht ist. Ja, ist es. Ja, wenn du mir das gerade so beschreibst mit der Partnerschaft. Ja. Dass du quasi, weil du das wieder machen wolltest, dich da getrennt hast von, ist das natürlich heftig. Es ist auch so, dass ich oft, wenn Freunde anrufen, dass ich denen absage, was zu unternehmen, weil ich dann lieber mich alleine für mich zurückziehe. Führt in eine Isolation. Ja. Führt in eine Einsamkeit. Ja. Kann im schlimmsten Fall passieren, dass du nur noch deine Arbeit hast und am Abend isst du und wirkst es quasi wieder raus. Ich bin auf diesem Weg, das merke ich, ja. Hast du denn von dir aus schon mal Ansätze unternommen, davon wegzukommen? Erstmal einen Tag beispielsweise auszulassen und dann vielleicht mal 2 Tage auszulassen? Ja, habe ich versucht. Einen Tag habe ich auch schon geschafft, aber am zweiten Tag dann war ich schon wieder unterwegs im Supermarkt. Ne? Ich finde auch, Sandra, dass du dringend was machen musst. Mhm. Und ich finde, dass man das immer in 2 Phasen tun sollte. Phase 1 ist, das ist das Allerbeste, wenn man es selbst schafft. Ja. Mit einer Sucht umzugehen. Manchmal gelingt das. Es gibt Menschen, die können das. Ja. Dazu braucht man aber eine klare Entschiedenheit und auch einen starken Willen. Mhm. Und man darf sich auch nicht mutlos machen lassen bei Rückfällen, denn die Rückfälle kommen sowieso. Ja. Das ist ganz klar. Ja. So, wenn du aber sagst, ich bin nicht so ein Typ, ich schaff das nicht. Oder du bist noch nicht so weit, vielleicht steht das dir noch bevor, diese Sache ist, selbst zu versuchen. Ja. Dann würde ich dir aber ganz dringend eine psychologische Betreuung und Beratung empfehlen. Ja, ich habe auch schon mal nach Beratungsstellen oder überhaupt im Internet mal gesucht, ob ich über diese Art irgendwas finde in Foren oder so, aber da habe ich überhaupt nichts gefunden, dass da Leute schon berichten. Habe ich so in der Intensität, wie du mir das jetzt geschildert hast, auch noch nicht gehört. Ja. Aber dennoch gehört es natürlich in den ganzen großen Bereich der Essstörung hinein. Und da gibt es mittlerweile so viele gut ausgebildete Psychologen, die sich damit beschäftigen, dass du hundertprozentig jemanden findest, der dich da betreuen kann. Ja. Ich, das würde ich mir wünschen. Rate es dir wirklich ganz dringend, da etwas zu unternehmen. Ja. Wenn du es nicht alleine schaffst, du kommst in eine immer größere Sackgasse in dein Leben. Ja, das merke ich. Und da ist jetzt schon so. Und ich merke das jetzt schon, wie ich immer einsamer werde. Und 5 Jahre ist eine sehr lange Zeit, während man das macht. 5 Jahre ist unglaublich lang. Ja, aber es ist innerhalb dieser 5 Jahre ist es halt immer schlimmer geworden. Mhm. Ne? Schleichend wahrscheinlich. Ja, genau. Also, das ist wär so mein Rat. Erstmal ist vielleicht mit großer Kraft alleine zu versuchen. Ja. Wenn du sagst, das ist nicht meine Welt und mein Ding, ich schaff das nicht, such dir Hilfe von draußen. Ja. Wie, wo und in welcher Weise du das anstellen könntest, würde ich dir gerne jetzt noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ja, sehr gerne. Ja, das ist Sabine heute Nacht. Mhm. Du legst auf und Sabine ruft dich an. Prima. Ich wünsche alles Gute und Dankeschön, gutes Gelingen.
Das wird eine harte Zeit werden, sage ich ja gleich. Ja. Aber du hast auch schon eine harte Zeit hinter dir. Ja, das stimmt. Und du willst ja wieder ein normales Leben führen. Also muss man da auch was in die Waagschale werfen. Ja, ja. Alles Liebe wünsche ich dir. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Peter ist hier. Peter ist 47. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Peter. Also, um was geht's? Ich will sagen, ich war am 16. Februar für circa 7 Minuten tot. Ach. Und hat mich wieder super bekrabbelt, dass ich am Mittwoch ein Schweißerstellen-Vorstellungsgespräch hatte. Guck, Gratulation. Besten Dank. Sag, was ist passiert? Hattest du einen Unfall oder eine schwere Erkrankung? Nein, ich hatte eine Aneurysma und zwar ist mir eine Vene im Kopf geplatzt. Oh, das ist schlimm, ja. Das ist schlimm. Und da bist du von einer Minute auf die andere bist du bewusstlos, ne? Ja, ja. Ich war nicht bewusstlos, nein, war relativ zäh noch. Es hat noch geklappt, mich ins Krankenhaus zu bringen. Mhm. Und im Eingangsbereich des Krankenhauses bin ich tot zusammengebrochen. Klinisch? Du warst ja, quasi, weiß nicht, wie man das nennt. Klinisch tot nennt man das. Aha. Und ich war weg. Und ja, jetzt bin ich wieder voller Pulle da. Wie hast du denn dieses Wegsein, dieses Todsein? Positiv. Du hast das gut in Erinnerung. Ich habe das super gut in Erinnerung. Das hat mich als Mensch umgebaut, sag ich mal. Ist das auch der Grund deines Anrufes, über dieses Nahtoderlebnis zu sprechen? Eigentlich weniger. Ich wollte eigentlich den Menschen mehr, wie soll ich sagen, Mut machen, egal wie schlecht es denen geht. Man muss einfach nur Power haben, dann kriegt man das alles wieder hin. Ja. Erzähl doch mal, wie hast du das erlebt, dieses klinische Todsein? Kann ich dir sagen. Ich war in einer dunklen Höhle, so dieses Feeling hatte ich. Hm. Und Leute, die mir viel bedeutet haben, sprich meine Eltern, Freunde, die schon verstorben sind, habe ich wiedergesehen. Die haben mich dort in Empfang genommen. Mhm. Also Verstorbene schon? Ja, selbstverständlich. Mhm. Also meine Eltern sind tot, meine Freunde, die ich da getroffen habe, waren auch tot, das wusste ich. Ja. Und die wollten mich da behalten und dann hat man mich zurückgeholt. Da war ich erstmal ein bisschen ärgerlich. Das war eine dunkle Höhle? Das war eine dunkle Höhle und du musst dir die Wände vorstellen, wie Schmirgelpapier, das man so mit einer Strahler beleuchtet, so Schmirgelpapier, so glasglänzend. Mhm. Aber es war dennoch so hell, dass du die Gesichter hast erkennen können. Ich konnte die Leute, obwohl es dunkel war, konnte ich die Leute klipp und klar erkennen. Hast du mit den Leuten gesprochen? Ich meine ja, aber das kann jetzt auch in meine Koma-Zeit danach verfallen sein. Also das möchte ich jetzt nicht bestimmen. Kannst du dich erinnern, dass die etwas gesagt haben, dass die dich gerufen haben? Die haben mich aufgenommen, richtig in den Arm genommen. Und das war für dich ein schönes Gefühl? Das war ein tolles Feeling. Mhm. Das erzählen ja fast alle Leute, die ein Nahtoderlebnis haben, dass sie das als angenehm empfunden. Viele, ja, also viele erleben einen Tunnel zum Licht hin. Den habe ich nicht gesehen. Den hast du nicht gesehen, mhm. Ja. Wie hast du denn dann dieses Zurückkommen erlebt, wieder in das irdische Leben? Grob eher, muss ich sagen. Ich war auf einmal wieder da und habe die Schmerzen verspürt. War da so in der ersten Sekunde das Gefühl des Bedauerns, dass du eigentlich lieber dort geblieben bist? Ich war stinke wütend. Mhm. Mhm. Ich wollte da nicht weg und jetzt mittlerweile, muss ich sagen, bin ich froh, dass du wieder hier bist. Dass ich wieder hier bin, dass es mir super geht, dass ich mich als typisch Mensch um 180 Grad gedreht habe. Was hat sich denn bei dir so sehr geändert durch diese gravierende Erkrankung? Ich habe die Hälfte meines Lebens vergessen. Beziehungsweise nicht vergessen, sondern stell dir vor, du hast einen Gedanken, stell ihn dir vor wie eine Nadel. Mhm. Und schmeißt diese Nadel in einen großen Strohhaufen. Mhm. Und fang an, diesen Gedanken, wo du dran erinnert wirst, zu finden. Das schaffst du, es dauert halt manchmal 1, 2, 3 Stunden, aber dann weiß ich es wieder. Mhm. Aber so meine Negativerfahrungen oder meine Erfahrungen allgemein sind weg. Aber du kannst dich schon daran erinnern, an deine Kindheit kannst du dich erinnern? Da kann ich mich super daran erinnern. Ich hatte in Reha-Klinik eine Unterhaltung mit einem Mathematikprofessor der Uni Duisburg, der mir eine 1 geben wollte in Mathe. Aha, aha. Aber was ist denn weg? Die schlechten Erinnerungen von früher? So, erstmal die schlechten Erinnerungen, die ich denke, die habe ich am besten versteckt. Das ist doch wunderbar eigentlich. Es ist super, es ist definitiv super. Also würdest du sagen, dass nach dieser schweren Erkrankung und nach diesen Reha-Maßnahmen es dir heute blendender und besser geht als vorher? Ja. Mhm. Auch, ich sag ja schon so als Typus Mensch, ich war früher eigentlich immer ein ewig schlecht gelaunter Mensch. Ja. Und heute gar nicht mehr. Heute gar nicht mehr. Woran kann das liegen, dass sich die Stimmung auch verändert hat? Ich kann es dir nicht sagen, Ehrenwort nicht.
Aha. Vielleicht ist es auch eine Dankbarkeit, dass man das Leben mehr wertschätzt. Nein. Oder dass du keine Angst vorm Tod hast? Ich habe das Einzige, wovor ich eine Angst habe, ist Angst vorm Sex, ne? Warum? Weil mir das beim Sex passiert ist, dass mir diese Vene geplatzt ist. Ach so, du kannst keinen Sex mehr haben, oder? Doch schon, ich habe eine neue Lebensgefährtin. Ja. Aber ich habe stellenweise noch eine höllische Angst davor. Erklär mal, warum, also körperlich funktioniert es schon noch? Körperlich funktioniert es, ich muss zwar, wie soll ich sagen, mich äußerst stark konzentrieren. Ja. Aber so stellenweise habe ich dann so meinen Herzschlag so unterm Kiefer, so hochknaut er mir. Ne? Vor Aufregung? Vor Aufregung. Vor Aufregung. Vor was hast du Angst? Dass ich das ganze Theater wieder durchlaufe, dass ich wieder im Klinikum liege, dass ich im Koma verfracht werde. Ach so, dass du dich durch den Sex so sehr aufregst, dass wieder eine Vene platzt oder so. Ach, aber das müssen doch die Ärzte dir sicher erklärt haben, ob da eine Gefahr besteht oder nicht. Also mir ist klipp und klar gesagt worden, von den Seiten der Ärzte, nein. Nein, ja dann. Lese ich Internet, ja. Ach so, das macht einen natürlich dann unsicher. Jetzt glauben. Ja, ja. Also Internet, das heißt andere Betroffene, die eine entsprechende Krankheit hinter sich haben, schreiben ganz das. Genau, die sprechen davon. Die Ärzte sagen mir so eine, diese Aneurysma-Erkrankung, also diese weiche Vene hat man nur einmalig. Mhm. Ich habe im Internet gelesen, beziehungsweise auch Kontakt zu Leuten. Ich bin in so einem Verein beigetreten, Leute, die dieses Aneurysma haben, dass die 4 bis 5 dieser Stellen haben. Ah ja. Und da habe ich ein bisschen Angst vor, dass ich auf einmal wieder einen Bluthochdruck bekomme. Verstehe. Und fertig, aber das ist auch das Einzige. Hast du denn mal Ärzte auf diesen Widerspruch hingewiesen, dass die sagen so und so und dass du aber in den Foren das und das liest? Wie erklären die sich das? Ich habe mit den Ärzten, also mit meinem Hausarzt habe ich drüber gesprochen. Ja? Der sagte, wir machen noch diese Computertomografien, also der hat mich völlig auf den Kopf gestellt. Es soll bei mir eigentlich wieder alles okay sein. Ich würde an deiner Stelle wirklich mit einigen wirklich Spezialisten nochmal darüber sprechen, weil das ist ja ein Teil Lebensqualität. Welches dir dann wieder geschenkt würde. Wenn du aber verspannt da sitzt, hast du ja keinen Spaß dabei. Ich muss leider Gottes dazu sagen, dass der Spaß langsam anfängt zu überwiegen. Ach so. Das ist halt, ich bin wirklich super mega verliebt. Ich habe das Gefühl, die Frau meines Lebens getroffen zu haben oder kennengelernt zu haben, mit der ich zusammen bin. Ja. Also es ist schon super. Ich habe nur Angst vor dem Orgasmus. Ja, das musst du klären, das musst du wirklich medizinisch klären lassen. Selbstredend, aber ja. Darum, das ist für mich jetzt erstmal an zweiter Stelle. Ich möchte denn eigentlich nur den Menschen so mitteilen, das geht doch alles. Also du bist durch diese irre Erschütterung in deinem Leben, das war es ja du. Ja. Du warst ja so gut wie tot schon. Bist du gelassener geworden den Dingen gegenüber? Völlig gelassen, ja. Glaub es mir. Ich bin völlig gelassen. Dich regt so schnell nichts mehr auf? Nee, gar nicht mehr. Ich drehe mich um und gehe und fertig. Ich habe vor nichts mehr Angst. Ja. Leider Gottes auch vor der deutschen Gesetzbarkeit nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Weißt du, aber das ist natürlich so eine Sache, das muss man wahrscheinlich erst selbst durcherlebt haben, bevor man da hinkommt. Nur durch so eine Erzählung wird vielleicht der ein oder andere das bei sich nicht so hinkriegen. Ja, selbstverständlich. Das weiß ich nicht. Ich kann es ja nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Kann ich drüber sprechen. Dennoch interessant, dass du das uns so erzählst. Ja, also es ist genial. Also ich sage ja, mein Lebensfeeling ist genial. Ich habe wirklich ein tolles Lebensfeeling bekommen. Ich genieße es. Was war denn das gerade so für ein Nebensatz? Du hast vor der deutschen Rechtsprechung keinen Respekt mehr? Oder keinen Respekt mehr. Was versteckt dahinter, hinter der Aussage? Nichts eigentlich. Nichts, ach so. Aber die können mich gepflegt haben, du weißt schon, blasen. Naja, aber du solltest dich schon an die Gesetze halten. Ja, selbstredend, aber du glaubst nicht, dass wenn ich so ein grünes Männchen sehe, dass ich da irgendwie vor Angst noch zusammenzucke, nee, oder? Das sollen wir ja auch nicht. Sollen wir auch nicht. Ja, also, ich gratuliere dir, dass es dir wieder so gut geht, Peter. Ja. Wirklich. Ich habe jetzt eine Bitte. Ich hätte gerne noch so eine Autogrammkarte deiner. Christo, dann rufen wir dich nochmal an wegen der Anschrift. Das wäre nett, ehrlich, das wäre super nett. Und du hattest heute, sagst du, ein Bewerbungsgespräch? Nicht heute, heute ist Montag, Mittwochabend um 19 Uhr. Ich bin heute angerufen worden. Ach so. Ich hatte mich vor 5 Wochen dort beworben. Ja. Und heute bin ich angerufen worden, ich solle mir für Mittwoch nichts vornehmen. Sie brauchen ganz dringend einen Schweißer für einen Rohrleitungsbau. So, dann weißt du ja, wer alles am Mittwoch an dich denkt. Nämlich ja, ich alle, hoffe, die alle Zuschauer Welt und alle müssen die Daumen drücken. Wir drücken dir wirklich die Daumen, Peter. Ich freue mich, dass es dir wieder gut geht. Und ich möchte, dass es allen Menschen so geht. Ja, das ist ja nett von dir. Und was ich der Frau sagen muss, die vor mir angerufen hat, ich habe 46 Kilo abgenommen in der Zeit. Oh.
Ich habe von 136 Kilo, die ich vorher gewogen habe, bin ich jetzt runter auf 90 Kilo. Die Idee als solches ihrerseits ist gar nicht schlecht, finde ich, weil ich kämpfe auch immer mit mir. Ich will ja jetzt mal ein neues Gewicht halten und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich das auch mal ausprobiere. Ja, nee, mach es nicht. Ich glaube, das klang schon sehr ernst, was sie erzählt hat. Ja, und ich will das nicht so ernst, aber ich werde es mal probieren, so anschmecken und dann ausspucken. Fertig. Aber vielleicht nur ganz kurzfristig und ich würde es nicht raten als Methode. Okay, lieber Peter, bitte dran, dass ihr mich zurückruft. Ja, das machen wir. Und toi, toi, toi. Ich einen guten Rutsch, frohe Weihnachten und alles, was dazugehört. Toi, toi, toi für Mittwoch. Tschüss. So, meine Lieben, die Stammzuschauer werden sich wahrscheinlich schon gewundert haben, wer ist denn hier vorne? Hier vorne steht unser kleiner Schneemann. Dieser kleine Schneemann, ich erkläre es den Hörern auch, das ist ein kleiner weißer Schneemann mit einer gar lustigen roten Wollmütze. Dieser kleine Schneemann steht, ich weiß ja schon, wie viele Jahre, immer zur Adventszeit hier. Und den ganzen Winter, den ganzen Sommer über und die ganze restliche Zeit muss er in einem dunklen Schrank leben. Und jetzt hat er immer seinen großen Auftritt und steht bei uns bis zu unserer Weihnachtspause. Unser kleiner Schneemann. So, und jetzt geht's weiter mit Mirja, halt, wo ist sie? Auf der Leitung 4. Mirja. Ja, hallo. Ja, hallo Mirja, du bist 24, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Und was geht's bei dir? Bin ein wenig aufgeregt. Das macht nichts, ist gleich vorbei, sage ich dir. Okay, folgendes. Ich habe seit knapp über einem Jahr einen Freund, wir wohnen jetzt seit ein bisschen über drei Monaten zusammen. Mhm. Ich bin wahnsinnig glücklich. Also ich hatte nie Grund, mir Sorgen zu machen oder irgendwas. Jetzt saß ich vor ein paar Tagen, als er beim Sport war, an unserem gemeinsamen Rechner und bin wirklich durch einen blöden Zufall in den falschen Benutzer reingegangen. Hab's aber erst in dem E-Mail-Fach gemerkt und hab mir dann, typisch Frau, gedacht, naja, kannst du ja mal gucken, ist ja eh nix, ne? Ist ja ein ganz lieber. Hab aber dann eine E-Mail gefunden, die mich ziemlich aus der Bahn geworfen hat, weil er hatte, ich glaube, 3 Monate bevor wir uns kennengelernt haben, hatte er eine Frau kennengelernt aus dem Süden Deutschlands. Die fand er wohl ganz toll, hat aber dann erst im Nachhinein festgestellt, die ist verheiratet und hat ein Kind, woraufhin die Geschichte erledigt war. Mhm. Also sprich, es war nicht so ganz freiwillig erledigt. Mhm. Hat mir nie zu denken gegeben, bis ich diese E-Mail gelesen habe. Da schrieb er ihr, ich habe leider das Gegenstück von ihr nicht gesehen, es sei jetzt alles ein bisschen anders als bis vor ein paar Monaten. Er könne gerade auch nicht wirklich gut schreiben, er würde ihr aber gerne ihre offenen Fragen beantworten und sie solle ihm doch einfach sagen, was sie denken würde und sie wüsste doch, dass es nur ein Schäfchen gäbe. Wie? Sie wüsste, dass es nur ein Schäfchen gäbe? Genau. Was heißt das? Weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht war es ein Kosename für sie, vielleicht. Und diese Mail hat er geschrieben, während ihr jetzt schon zusammen seid? Ja, am 22. November, am Tag vor meinem Geburtstag. Und an meinem Geburtstag sind wir zusammen weggefahren. Oh, war ja. Ja, er kam dann auch relativ zeitnah nach Hause. Mhm. Und ich war natürlich total perplex. Mhm. Er hat das auch gemerkt. Er hat gesagt, was los ist. Ich habe ihm natürlich nicht gesagt, dass ich seine E-Mails gelesen habe. Und ich habe dann halt nur gesagt, ja, ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht. Und er weiß, dass ich unheimlich empfindlich bin, was das Thema andere Frauen angeht, meine Vorgeschichte. Und ich dachte dann eben, mir fiel das wieder ein, irgendwie durch blöden Zufall, hast du eigentlich mit der noch Kontakt? Und wie? Und dann sagt er so, ab und zu schreiben wir uns wohl E-Mails, weil wir halt damals immer so viel geschrieben haben, aber mehr sei da nicht. Immerhin hat er das zugegeben. Immerhin, aber zwischen wir schreiben uns ab und zu und dem, was ich da gelesen habe, sind halt schon zwei Paar Schuhe, ne? Ja, hast du noch mal geschnüffelt? Nee, ich habe mich nicht mehr getraut, weil ich habe einfach echt Angst. Also ganz ehrlich, ich wünsche mir mittlerweile, ich hätte dieses ganze E-Mail-Gedöns nie angefasst, weil ich bisher war ich einfach nur glücklich und jetzt habe ich halt einfach nur noch Angst. So ist dir nichts aufgefallen an ihm, dass er irgendwie ein bisschen nachlässiger ist, so dass er mal einen Tag nicht da ist, ein Wochenende mal nicht da ist oder irgendwas Komisches ist? Nee, aber das Ding ist, ich bin bei der Polizei, bei der Feuerwehr, wir sind beide im Schichtdienst. Mhm. Also du bist sogar 24 Stunden Schichtdienst, sprich ich kann nie ganz nachvollziehen, was er macht, mit wem er telefoniert oder was. Das ist bei uns schwierig. Du bist bei der Polizei und schnüffelst in anderen Postfächern. Ich weiß es. Mann, Nummer. Ich finde es ja selber schlimm. Ja. Aber
Das Fatale daran ist, dass da jetzt ein Misstrauen in der Welt ist. Ja, das ist es halt. Es geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Es geht dir nicht aus dem Kopf, genau. Er dauert drauf an. Er sagt immer, was ist denn los in letzter Zeit? Mhm. Bist du abwesend irgendwie? Mhm. Und ich lege jetzt natürlich auch alles auf die Goldwaage, ne? Was er sagt, ja, ja. Er telefoniert, ja, ja. Ich habe immer direkt Riesenohren. Das mhm. kommt ihm natürlich auch komisch mhm. vor, weil so kennt er mich nicht. Das heißt also eigentlich schlagartig, ab diesem Zeitpunkt ist euer schönes Leben nicht kaputt, aber sehr irritiert. Von meiner Seite. Von deiner Seite aus, ja. Und er wird es dann auch so empfinden, weil er dich so sieht und er kann gar nichts damit anfangen, was ist los. Genau, richtig. Ich glaube, Mirja, du musst jetzt den Schritt sehr forsch nach vorne wagen. Sonst kriegst du die Sache nicht aus der Welt. Hm. Bekenne dich dazu, was du getan hast. Oh je. Und sprich ihn an, was du gelesen hast. Nur so geht's. Ich habe halt nur so Angst, dass er vollkommen enttäuscht ist von mir. Ja. Musst du dann durch. Na, aber musst du durch. Du wirst die andere Variante, dass du sagst, okay, ich nehme es nicht sehr ernst, schwamm drüber und ich wische es zur Seite, kriegst du nicht hin. Nee, ich befürchte auch nicht. Das glaube ich nicht. Das hast du jetzt im Kopf und vielleicht auch berechtigterweise hast du im Kopf, weil die Mail klingt schon eher intimer. Ja, eben. Deswegen meine ich ja auch. Und im Übrigen finde ich das auch immer so ein bisschen komisch, wenn man sich dann von jemandem getrennt hat und ist gerade frisch verliebt. Warum muss man dann mit der anderen auch noch mailen hin und her? Ja, also, finde ich halt auch schon ein bisschen. Ja, dieses ganze Gerede, wir lassen uns mal irgendwie in Kontakt bleiben und so. Aber warum? Was steckt dahinter? Mit welcher Intention? Mhm. Und welche? Ja, so sehe ich das halt mittlerweile auch. Das ist vielleicht einfach, weil er das nicht von sich aus beendet hat, sondern ja mehr, weil Huch, da ist ein Mann mhm. aufgetaucht und so. Aber da sind jetzt ganz viele Fragen, die musst du auf den Tisch legen. Mhm. Ich glaube, du musst im Prinzip alles auf den Tisch legen. A, musst du dich zu dem bekennen, was du getan hast. Und da musst du alle Fragen hinlegen, die dich bewegen. Das ist, glaube ich, die einzige Chance für dich und für euch, wieder reinen Tisch zu kriegen. Vielleicht gibt es ja eine Erklärung. Vielleicht ist es ja auch alles nicht so schlimm. Wir wollen mal das Positive denken und hoffen. Ja. Kann ja sein. Ich weiß halt nur überhaupt nicht, wie ich das angehen soll, wie ich ihm sagen soll, dass ich ihm seine E-Mails geschnüffelt habe. Ja. Du sagst es ihm so, wie du es mir gerade gesagt hast. Genauso erklärst es. Der wird natürlich aus allen Wolken fallen, zu Recht auch. Du hast da nichts drin zu suchen und du hast in seinem Mobiltelefon auch nichts zu suchen. Aber nun ist es passiert. Und wir alle machen mal einen Fehler und du entschuldigst dich und Asche auf dein Haupt und so weiter. Also im Prinzip steht ihr beide ja als Schuldige da. Einmal, weil du das getan hast und zum anderen mal, weil da ist irgendwas drin, was nicht so sein sollte. Ja, irgendwie ist es ja nicht ganz koscher, was da geschrieben hat. So würde ich es machen. Ja. Sonst schluckst du runter und überlegst und hin und her und bist völlig verspannt und so geht das dann über Wochen und Monate und bist ganz hysterisch und beobachtest ihn, was er tut. Ja, das ist auch wahr. Ja. Das ist ja auch nicht das Richtige. Nee, das glaube ich auch nicht. Vor allen Dingen, wenn du mir sagst, dass es vorher so toll alles war. Und ja, absolut. Ja. Also Frau Polizistin, da müssen Sie jetzt durch. Ich werd mal gucken, wie ich das anstelle. Da bin ich dann vielleicht nicht ganz klein mit Hut bei sowas. Da muss jetzt hart sein. Ja, wenn das immer so einfach wäre. Und mutig, ne? Vor allem. Wenn es selber geht. Ich wünsche dir gutes Gelingen, Mirja. Danke schön. Toi, toi, toi. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, an dieser Stelle einen Hinweis in eigener Sache. Morgen fällt diese Sendung im WDR-Fernsehen aus. Wir sind im Radio bei 1 Live und bei 1 Festival, aber nicht im WDR-Fernsehen. Und deshalb verschieben wir unser angedachtes und geplantes Thema von morgen auf nächste Woche. Also morgen im Radio und bei 1 Festival eine freie Themennacht, so wie heute. Und das WDR-Fernsehen ist nicht dabei. Ich glaube, der Mozart ist schuld. Ich glaube, die Zauberflöte wird morgen in einer großen Übertragung bis tief in die Nacht hinein hier im WDR-Fernsehen gesendet. So, weiter geht es mit Guido. Guido ist 33. Hallo Guido. Guido hat aufgelegt oder ist weggebrochen. Dann machen wir weiter mit der Sarah. Sarah ist 19. Guten Morgen. Guten Morgen. Sarah, um was geht's denn bei dir? Bei mir geht's darum, dass mich mein Ex-Freund Mitte letzten Monat zusammengeschlagen hat. Ja, und ich seitdem eigentlich niemanden mehr näher als einen Meter an mich ranlassen kann. Das war letzten Monat, sagst du? Ja, letzten Monat, Mitte letzten Monats. Er hat dich, wie lange wart ihr zusammen? Wir waren da anderthalb Monate zusammen. Ach, ihr wart nur anderthalb Monate zusammen? Ja. Und wart da schon getrennt, als das passiert ist? Nein, waren wir noch nicht. Ah ja.
Und warum hat er das getan? Das weiß ich bis heute selber noch nicht so ganz genau. Wie ist es denn dazu gekommen? Hattet ihr einen Streit? Ist das eskaliert? Es war einfach, wir wollten eigentlich noch zusammen in eine Kneipe gehen. Ich hatte ihn bei Freunden dann abgeholt. Und ja, dann meinte er irgendwas, ich wollte ihm Geld geben. Und ich habe gesagt, davon habe ich doch überhaupt nichts gesagt. Und da er aber bei den Freunden schon gut vorgetrunken hatte, also eigentlich total besoffen war, ja, ist dann wohl in seinem Kopf irgendwie irgendwas durcheinander und er hat mich angeschrien. Ich habe gesagt, er soll mich in Ruhe lassen, er soll ruhiger werden. Ja, und dann habe ich die erste Ohrfeige kassiert und dann ging es immer so weiter, bis ich dann irgendwann gar nicht mehr konnte und auf dem Boden lag und er trotzdem nicht aufgehört. Was war denn das mit diesem Geld? Was steckte dahinter? Das weiß ich nicht. Ich weiß es bis heute nicht. Ich habe mit ihm darüber nicht mehr gesprochen. Also die ganze Aktion ist schleierhaft eigentlich. Ja, ich weiß nicht, was er von mir wollte und was mit ihm los war. Hat er auf dich eingetreten, auch als du schon auf dem Boden lagst? Ja, das hat er auch gemacht. Gegen das Knie getreten, in den Unterleib getreten und hat gegen den Kopf versucht, aber da habe ich dann meine Hände vorgehalten. Waren da keine anderen Leute in der Nähe? Einer war noch dabei, er wollte die Polizei rufen, aber da ist mein Ex-Freund dann ausgerastet, hat ihm das Handy aus der Hand geschlagen und eine andere Frau hat das wohl aus dem Fenster beobachtet, aber die hat die Polizei nicht gerufen. Warst du so verletzt, dass du in ein Krankenhaus eingeliefert werden musstest? Am nächsten Tag. Also es war von Samstags auf Sonntags und ich bin montags dann ins Krankenhaus. Und was haben die festgestellt? Was hattest du? Also am Knie hatten sie erstmal, konnten sie es nicht richtig untersuchen, weil es zu dick war. Viele Prellungen, eine Gehirnerschütterung und ja, jetzt bin ich noch in ärztlicher Behandlung, weil ich als nachfolgend jeden Tag Kopfschmerzen habe und zweimal schon zusammengebrochen bin aufgrund der Kopfschmerzen. Du hast ihn danach gar nicht mehr gesehen? Doch schon ein paar Mal, aber wir waren ja nicht mehr zusammen, deswegen, er droht mir, hat mir auch gedroht, wenn ich eine Anzeige mache, schlägt er mich wieder zusammen, er weiß ja, wo ich wohne. Du hast aber wegen dieser Sache Schluss gemacht? Ja. Ja. Und er droht ja, wenn du eine Anzeige erstattest, dann schlägt er dich wieder zusammen. Ja, und ich habe die Anzeige gemacht und jetzt werde ich nachts immer auf dem Handy angeklingelt ohne Nummer. Oder es fährt hier nachts ein Auto vorbei und hält hier und hupt und ja. Das heißt, der versucht dich einzuschüchtern und dir Angst zu machen. Ja, und das ist so, dass ich mich jetzt nicht mehr da, wo er wohnt, nicht mehr alleine hintraue. Also in das Dorf, die Stadt, was auch immer. Ach so, ihr wohnt gar nicht so ganz nah zusammen? Nee, wohnen wir nicht. Das ist ja schon mal gut. Das ja, hilft, ne? Nur ich habe meinen Freund, er hat seinen Freundeskreis auch hier und ich meinen auch da drüben, wo er wohnt. Ja. Kanntest du ihn denn vorher schon irgendwie ein bisschen oberflächlich? Ja, oberflächlich, und aber... Hat er so einen Ruf, so ein gewalttätiger Typ zu sein? Das habe ich hinterher alles erfahren. Das hatten mir da meine Freunde erst später gesagt, nachdem, wo ich dann im Krankenhaus lag. Und da habe ich gesagt, habe ich mich auch bedankt, dass sie mir das nicht vorher gesagt haben. Jetzt sitzt du da und hast Angst. Angst, dass irgendwas passieren könnte. Ja, nicht nur davor, sondern ich kann auch halt keinen Menschen an mich ranlassen. Ja. Also nicht näher als einen Meter. Und meine Familie macht sich Sorgen deswegen, die weiß das nicht. Ja. Ich habe nur gesagt, dass ich wegen einer Schlägerei im Krankenhaus war. Also nicht gesagt, was passiert ist. Das kannst du der Familie doch erzählen, das ist doch kein Geheimnis. Nicht unbedingt, ich habe nicht so unbedingt das beste Verhältnis. Und wenn ich denen das erzähle, dann weiß ich auch, was ich mir anhören darf. Also um dich selbst zu schützen vor irgendwelchen komischen Vorwürfen, sagst es denen nicht. Genau. Ja. Also es ist so die seelische Erschütterung, die noch da ist, nach dieser ganzen Sache und einfach auch die Angst, was der Typ machen könnte. Ja. Nun hat der Bundestag gerade ein Gesetz verabschiedet gegen Stalking. Ich weiß gar nicht genau, wann das in Kraft tritt. Ob es schon dieses Jahr noch nicht. Dieses Jahr noch nicht. Du hast dich erkundigt. Ja. Aber wahrscheinlich zum Anfang des nächsten Jahres. Das hoffe ich doch. Ja. Hast du der Polizei von deinen Beobachtungen schon erzählt? Mit dem Anrufen, mit dem Auto und so weiter? Das noch nicht, aber die Anzeige läuft. Ich würde dir gleich mal ein Gespräch mit meiner Psychologin empfehlen. Einmal wegen dieses Schocks, den du da offensichtlich auch empfunden hast und erlebt hast. Und dann würde ich dir gerne noch die Nummer vom Weißen Ring geben. Sagt dir das was? Ja. Ja. Das ist eine ausgesprochen gut arbeitende Opferschutzvereinigung, die dir sicher auch noch ein paar gute Ratschläge geben können, wie du dich jetzt im Moment verhalten solltest wegen seiner offensichtlichen Bedrohungen.
Ja. Und die werden auch genau informiert sein, wann das Gesetz in Kraft tritt und für was das in Kraft tritt und so weiter und so weiter. Also da bist du schon mal beratungsmäßig in sehr guten Händen. Das ist ja wichtig, dass man auch so ein Gefühl hat, dass man kompetente Ansprechpartner hat und nicht alleine da steht. Ja. Machst du dir im Nachhinein Vorwürfe, dass du dich auf den hast eingelassen? Auf jeden Fall. Was war es denn? Was hat dich denn so angezogen und fasziniert an dem? Das weiß ich heute auch nicht mehr. Das weiß ich einfach nicht mehr. Also es war einfach nur so eine Flirterei und dann ging es los? Und ja, nein. Also er hat mich ja schon sehr fasziniert. Ich habe ja für ihn mit meinem anderen Freund Schluss gemacht. Ach, das auch noch? Ja, und ich war sehr fasziniert von ihm. Ich weiß nicht, ob es seine Art war, wie er am Anfang zu mir war oder dass er mir uneingeschränkte Aufmerksamkeit gegeben hat. Aber wenn man verliebt ist, ist man blauäugig und hat auch nicht so einen scharfen Blick auf die Leute, mit denen man es zu tun hat. Man übersieht vieles. Und im Nachhinein ist man dann immer schlauer, wenn dann irgendwas passiert ist. Liebe Sarah, jetzt legst du bitte auf. Meine Psychologin, die Sabine, ruft dich zurück und alles Weitere könnt ihr dann besprechen. Okay, danke. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Hier ist Melanie. Melanie ist 24. Guten Morgen. Ja, und guten Morgen, Domian. Hallo, Melanie. Und was? Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ach, das ist doch normal. Das wäre ich auch, wenn ich hier anrufen würde. Und wenn man dann eine Weile noch wartet in der Warteschleife, da würde mir auch das Herz in die Hose rutschen. Melanie, um was geht's denn? Ja, bei mir geht es darum, ich habe zum Beispiel die Glasknochenkrankheit. Ah ja. Und das Problem ist... Wir erklären es mal. Ich habe jetzt schon mehr als 15 Knochenbrüche gehabt. Mhm. Also das sind Menschen, die eine Erkrankung in ihrem Knochensystem haben, was die zur Folge hat, dass die Knochen extrem leicht brechen. Ja, ist richtig. Da gibt es vier verschiedene Stadien von. Da gibt es auch ganz schlimme Sachen, wo Kinder schon im Unterleib bei der Geburt schon Brüche haben. Ich habe mal jemanden kennengelernt, der diese Krankheit hat. Eine Frau, die hatte mich vorher vorgewarnt und sagte, gib mir nicht fest die Hand, weil beim festen Handdrücken schon etwas kaputt gehen kann. Ja, das ist richtig. Ja, das ist bei mir auch so. Und du sagst, wie viele Knochenbrüche hattest du schon? Mehr als 15. Ich kann sie selber schon nicht mehr zählen. 50 oder 15? 15. Also waren auch viele Fingerbrüche mit dabei. Es könnten auch schon 20 sein. Ich kann schon gar nicht mehr mitzählen. Und auch schwerwiegendere Brüche als Fingerbrüche, also Hüfte oder Beine? Ja, das ist ja das Problem. Also 1998 war ich schwanger, habe ich mir das Sprunggelenk gebrochen. Mhm. Und 98 warst du schon schwanger? Du bist aber früh schwanger geworden. Ja, mit 16. Ja, aber hallo. Hast du das Kind bekommen? Ja, natürlich. Das ist zum Glück gesund. Das ist gesund. Ich frage es deshalb, kann das nicht zu inneren Komplikationen führen im Beckenbereich, wenn bei der Geburt beispielsweise? Na, es war eine Risikoschwangerschaft und das Kind habe ich per Kaiserschnitt bekommen. Ah ja. Mhm. Und mein Problem ist eigentlich, ich habe letztes Jahr, 2005 im März, habe ich mir die rechte Kniescheibe gebrochen, war im November gesund, habe mir dieselbe Kniescheibe im Dezember nochmal gebrochen. Und in der Zeit, also von März bis heute, noch, also insgesamt 5 Brüche. Ach, immer die Kniescheibe? Nein, dann war noch einmal linker Mittelhandknochen, rechter Mittelhandknochen und Finger. Und wie ist das zum Beispiel mit der Hand? Wie ist das passiert? Wann hast du dir die Knochen gebrochen in der Hand? Und durch was? Also bei einmal war es, da ist mir beim Umzug, wollte ich eine Kiste absetzen und die Hand war halt drunter. Mhm. Die beiden Knie, also das eine Knie, die zwei Brüche, bin ich gefallen. Ja. Und aber da muss man sich ja so vorstellen, du bist wahrscheinlich nur so gefallen, was jeder von uns, die die Krankheit nicht haben, leicht hätten wegstecken können. Ja. Bei dir ist es dann halt, kommt es dann zum Bruch der Knochen. Ja, ich habe es auch einmal geschafft, mir den dritten Mittelfinger zu brechen. Mhm. Bin ich am Treppengeländer hängen geblieben, habe mir den gleich 6-mal mit Eimer gebrochen. Mhm. Und die Schmerzen sind genauso wie bei einem Menschen, der diese Krankheit nicht hat. Ne? Ja, das weiß ich nicht. Aber das heißt, du hast aber sehr starke Schmerzen, wenn du den Bruch hast. Ja, natürlich. Ja. Und wächst das so schnell zusammen wie bei einem? Nein. Normalerweise zum Beispiel mit der Hand,
Abbruch dauert so 6 Wochen, bei mir dauert das schon 10 Wochen. Ah ja. Und das Knie war im Dezember letztes Jahr und das bin bis jetzt noch nicht gesund. Das Kind, dein Kind, das ist mittlerweile 8 Jahre alt. 7. 7 Jahre alt. Lebt es bei dir, das Kind? Ja, teils. Meine Eltern helfen mir, die wohnen 2 Straßen von mir entfernt. Ah ja. Na, ich will darauf hinaus, dass wenn man so, nur ist sie schon 7, da ist ja schon ein bisschen vernünftiger, aber wenn sie, als sie kleiner war, ist ein Mädchen, sagst du, ne? Ein Junge. Als der Junge kleiner war, da bestehen ja wahrscheinlich auch ständig Gefahren, dass er dich irgendwie zu fest anfasst oder dass er dich mal umschmeißt oder irgendwas. Man muss immer dann Angst haben. Na, der weiß Bescheid. Und der ist eigentlich ganz lieb. Achso, Mama ist vorsichtig bei der Mama sein. Ja, genau. Ja. Soll ich dich anfassen, soll ich dir helfen? Ah ja. Rückenlauf oder so. Das ist eine Erbkrankheit, ne? Das ist eine Erbkrankheit. Mhm. Und du bist quasi mit dieser Krankheit auf die Welt gekommen? Ja, richtig. Mhm. Verschlimmert sich die Krankheit, je älter du wirst? Oder ist die stagniert hier? Ist die so, wie sie ist und so bleibt sie auch? Verschlimmern nicht also, wirklich. Könnte es sein, dass dein Knochengerüst noch empfindlicher wird, als es jetzt schon ist? Ja, das auf jeden Fall. Also es fängt jetzt auch schon, Entschuldigung, mit Arthrose an. Ja, ja. Zum Beispiel in den Schultern, Kniegelenken. Mhm. Und du bist 24, sagen wir nochmal dazu, ne? Richtig. Mhm. Und wenn ich älter werde, Osteoporose, was auch noch dazu kommt. Und man kann nichts wirklich Therapeutisches unternehmen, ist das richtig? Nein, gar nicht. Ich war in München gewesen beim Spezialisten, aber es gibt kein Medikament dafür. Ja. Jedenfalls kein zugelassenes Medikament. Das heißt, du nimmst gar keine Medikamente ein und lässt es so, wie es ist? Ja, es gibt nichts. Ja. Es gibt überhaupt nichts. Ja. Jedenfalls speziell gegen die Krankheit gibt es gar nichts. Hast du einen Partner im Moment auch? Hast du eine Beziehung? Nein, ich bin seit September getrennt. Ja. Aber das hat andere Gründe. Aber vorher gab es halt die Partnerschaft? Vorher, ja. Wie ist es beispielsweise beim Sex? Musst du dich da auch besonders vorsehen, dass du dir nicht irgendwas brichst? Oh, eigentlich nicht wirklich, nein. Wahrscheinlich hast du das aber auch schon so raus, dass du dich so bewegst, dass da so eine Grundvorsicht da ist, dass nichts wirklich Schlimmes passieren kann. Also zum Beispiel jetzt ganz normal die Missionarstellung oder so. Mhm. Ich brauche keine Angst haben, dass wenn jemand auf mir liegt, dass er mich gleich zerdrückt oder ja, so. Ja, das war so mein Hintergedanke, hätte ja sein können, dass der Beckenknochenbereich irgendwie dann auch empfindlich ist. Nein, da brauche ich keine Angst haben. Also dann misst er schon 150 Kilo oder so. Das ist auch der Grund deines Anrufes, über diese Erkrankung zu sprechen. Das verstehe ich richtig, ne? Erstmal das ja und zweitens dadurch, dass ich ja nur in der Zeit gleich 5 Brüche mit einmal hatte, bin ich auch noch zum Alkohol gekommen. Oh. Das heißt, wie viel trinkst du am Tag? 8 Bier. 8 Flaschen Bier. Mhm. Das geht jetzt wie lange schon? Also so extrem, seitdem ich im März mir das erste Mal das Knie gebrochen habe. Das trinkst du aus Verzweiflung oder wegen der Schmerzen? Also Schmerzen habe ich so gar nicht. Ja. Einfach dieses, das Verhältnis zu meinen Eltern ist auch nicht so besonders. Und dann sitze ich manchmal 2 Wochen ganz alleine zu Hause und dann... Ach so, dein Kind ist nicht so jeden Tag bei dir, regelmäßig? Der ist nicht regelmäßig bei mir, nein. Weil meine Eltern helfen mir. Mhm. Weil ich kann ja auch kaum laufen und so. Und dann sitze ich manchmal 2 Wochen da und dann fällt mir auf gut Deutsch die Decke auf den Kopf. Verstehe. Ja. Du sagst, du kannst nicht laufen. Gehst du an Krücken oder an einem Stock? An Krücken. Ich habe eine Schiene von vom Sprunggelenk bis zum Oberschenkel. Das liegt jetzt aber mit den Brüchen zusammen. Damit hängt das zusammen. Immer noch mit dem Knie. Mhm. Das heißt, wenn das Knie abgeheilt ist, könntest du auch wieder normal gehen? Oder geht das dennoch nicht so richtig? Im Prinzip abgeheilt ist es nach fast einem Jahr. Mhm. Aber die Muskulatur ist nicht da. Ah ja. Und dadurch, dass durch die Schiene ist das Knie steif gelegt worden. Mhm. Und beziehungsweise das ganze Bein steif. Wie kommt das denn, dass du dein Kind nicht jeden Tag siehst?
Ja, durch die Schule, weil ich ihn nicht bringen kann. Mhm. Na gut, aber da könnte ja nachmittags zu dir kommen. Wie weit wohnt ihr auseinander, deine Eltern und du? Eigentlich nur zwei Straßen, aber das ist das Verhältnis wieder. Das nicht Verhältnis. Da. Meine Eltern und mir. Das heißt, das geht dir wahrscheinlich auch sehr zu Herzen, dass du dein Kind nicht oft siehst. Sehr doll sogar. Sehr doll, ja. Fremde Leute aus meinem Haus sprechen meiner Mutter unten auf der Straße an, ob sie nicht mal bei mir klingeln kann. Mhm. Das heißt, da kommt ganz viel aufeinander. Einmal die Erkrankung, die vielen Brüche, dann die Situation mit den Eltern, dass du das Kind nicht sehen kannst und eine grundsätzliche Einsamkeit auch. Ja, ja. Mhm. Ja, und natürlich die Trennung jetzt. Und die Trennung, wie lange warst du mit deinem Freund zusammen? 2 Jahre, 1 Monat. Hat er Schluss gemacht? Teils, beide. Er hat mich betrogen, 4 Monate. Es war eine Fernbeziehung. Ja. Und, sicher, wenn das jetzt im September auch gerade erst war, ist das natürlich auch ein ganz gewichtiger Punkt in deinem Leben, ne? Und Schatten in deinem Leben. Ja, das ist richtig. Ja. Also im Moment, im Prinzip sitze ich den ganzen Tag nur da, wenn ich jetzt mal nicht zum Arzt muss oder so. Mhm. Und mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich muss jetzt schon Erwerbsunfähigkeitsrente beantragen. Mhm. Mhm. Gibt es denn Freunde, Freundeskreis? Normalerweise ja, aber seitdem ich jetzt im Prinzip nur zu Hause sitze und flacht das ab. Lieber weg, gehen in eine Disco oder müssen selber arbeiten. So, Melanie, jetzt sage ich dir, was du wahrscheinlich selbst weißt, aber ich sag's dir wirklich mal von hier aus auch mit aller Vehemenz. Lass die Sauferei sein. Dadurch wird's nicht besser. Dadurch wird es langfristig gesehen nur noch viel schlimmer. Ja. Ich kann das verstehen, dass deine Lage im Moment mies ist. Aber die wird noch mieser, wenn du dieses Problem auch noch an den Hals kriegst, wenn du auch noch Alkoholikerin wirst. Das ist, hoffe ich mal, noch nicht der Fall, weil das noch recht frisch ist. Naja, ich weiß nicht, wann das anfängt. Ja, das ist auch bei jedem Menschen. Extrem. Ja, das ist bei jedem Menschen was anderes. Also das ist das allererste, was ich dir sage. Lass die Finger von der Bierflasche. Weil das Unglück wird dadurch größer. Darüber hinaus wäre es natürlich gut, wenn man irgendwie was fände, dass du mehr unter Leute kommst, dass du einfach mehr eingebunden wirst ins Leben und nicht sagen musst, mir fällt die Decke auf den Kopf. Aber wo soll ich hingehen, wenn ich sowieso nicht gehen kann, wenn ich direkt vor meiner Tür ist die Kaufhalle, das sind vielleicht 50 Meter. Ich bin fix und fertig, wenn ich wieder zurückkomme. Hast du Internet? Internet habe ich nicht, nein. Hast du nicht? Also, ich möchte jetzt gerne mal, das ist auch nicht so leicht und aus dem Ärmel zu schütteln, so leicht zu beantworten, wie du dich da besser ins Leben irgendwie einbauen kannst. Ich möchte, dass wir in Ruhe im Hintergrund darüber sprechen. Das heißt, wir werden dich jetzt gleich zurückrufen, die Sabine wird dich zurückrufen, Melanie, und mal ein bisschen überlegen, was man tun könnte. Vielleicht, wenn man, wir stehen ja unter einem gewissen Zeitdruck hier in der Sendung, wenn wir im Hintergrund haben wir Zeit, dass wir mal richtig alles so durchspielen, was möglich wäre. Richtig. Ich würde es dir sehr, sehr wünschen. Und auch wirklich in Bezug auf dein Kind noch ein fettes Argument. Lass die Finger vom Alkohol. Ja. Nicht, dass sie dir das Kind irgendwann ganz entziehen. Du willst ja dein Kind haben. Und du willst auch irgendwann mal ein gutes Vorbild für dein Kind sein, wenn das Kind älter ist. Ja. Kein Alkohol, kein Alkohol, kein Alkohol. Auch ein Kind mit 7 Jahren, er kriegt das ja auch mit. Eben. Liebe Melanie, jetzt legst du bitte auf. Und wir, das heißt meine Psychologin, die Sabine, ruft dich zurück. Und dann hoffe ich, dass wir ein bisschen irgendwie dir helfen können. Domian, darf ich noch ein Autogramm von dir? Klar, dann sagst du der Sabine deine Anschrift und dann schicken wir es dir natürlich sehr gerne. Okay. Alles Liebe, alles Gute und toi toi toi. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann wählt diese Nummer, kostenfreie Nummer. Ihr könnt mich erreichen im Studio in Köln und wir können über alles Mögliche und alles Unmögliche reden, das euch interessiert. Hier ist Yvonne. Yvonne ist 38 Jahre alt. Hallo Yvonne. Hallo. Hallo. Weswegen rufst du mich an? Was ist dein Thema? Mein Thema ist das schlimmste Erlebnis in meinem Leben. Und das war, ich war angeklagt in einem Missbrauchsprozess, wo es um sexuellen Missbrauch von Kindern ging.
Und du wurdest der Mitschuld bezichtigt? Ja. Was genau hat man dir vorgeworfen? Ja, ich war das Kindermädchen dieser Familie. Hm. Bin da halt, weil ich sie länger kannte und die ganzen Geschwister und alles halt gekannt habe, bin ich da voll mit reingezogen worden. Und ja, es wurden richtig Sachen genannt wie, es ist total schwer, darüber zu sprechen. Hm. Ja, das Kind war damals 4 Jahre alt, um dieses Mädchen, wo es ging. Das war das Kind des Hauses? Ja, genau. Mhm. Ein Kind davon. Ja. Ein Kind davon. Ja, ich habe zum Beispiel, ich selbst jetzt hätte sie zum Beispiel an der Scheide gelegt. Mhm. Unter anderem ist das dann in der Wohnung von der Oma passiert und lauter so. Wer hat das denn gesagt, dass du das getan hast? Das Kind hat es gesagt. Das Kind hat einen Namen genannt. Hat das Kind gesagt, dass nur du das gemacht hast oder auch? Nein, alle. Alle? Alle. Was heißt alle? Alle heißt, dass, wie gesagt, die ganze Familie angeklagt war. Mhm. Die ganze Familie, Vater, Mutter, Ex-Mann, Geschwister. Es waren insgesamt ungefähr 16 Kinder. Wie 16? 16 Kinder? 16 Kinder, ja. Verstehe ich jetzt nicht. Wie viele Kinder waren in der Familie? In der Familie waren 4 Kinder. 4 Kinder? Ja. Und angeblich soll es bei 16 Kindern geschehen sein? Genau. Die dann mal zu Besuch in das Haus kamen? Ja, von den Geschwistern, die Kinder. Ach so. Ja. Und haben das denn mehrere Kinder ausgesagt oder nur dieses eine Kind? Über mich nur dieses eine Kind. Über dich nur dieses eine Kind. Wie alt war das Kind? 4 Jahre. Das war dann auch 4 Jahre, als es das ausgesagt hat. Also genau 4 Jahre. Das heißt, das war ein ganz großer Prozess? Das war ein ganz großer Prozess. Der war aufgeteilt in 3 Prozesse. Mhm. Wann war dieser Prozess? Der Prozess war 1995. 95. Wie ist der Prozess ausgegangen? Ausgegangen ist er, dass alle freigesprochen worden sind. Und du auch? Ich auch. Und du hast das nie getan? Ich habe das nie getan, nein. Wie erklärst du dir, dass dieses kleine 4-jährige Kind... Ich weiß es nicht. Und wie erklärst du dir, dass andere Kinder, wenn es immerhin 16 Kinder waren, wie viele Kinder haben das denn gesagt, betreffend die anderen Erwachsenen? Alle. Da ist so viel, wie gesagt, da soll bei Kindergeburtstagen sollen die Kinder sexuell missbraucht worden sein. Da hat es geheißen... Was weiß ich, die Oma hat mir den Popo gehauen, dabei haben wir Kapa getrunken. So, das sind so mitunter so Suggestivfragen gestellt worden. Und hat die Yvonne das zum Beispiel bei der Sandra auch gemacht, zum Beispiel jetzt. Aber wie gesagt, zum Schluss sind alle freigesprochen worden. Aber die Familie ist zerstört. Die Familie ist zerstört, die Kinder sind bis heute im Heim. Der älteste Junge von der einen Familie hat sich umgebracht. Sag mal, kann es sein, dass dieser Prozess damals groß auch durch die Presse ging? Ja. Weil jetzt, während du so erzählst, meine ich mich so vage zu erinnern, das ist ja schon sehr lange her. Das ist schon, ja. Sehr lange her, also für, wenn man so viele Nachrichten innerhalb von 10 Jahren sich anschaut. Ich meine mich grob zu erinnern, ja. Mhm. Ich stelle es mir furchtbar vor, wenn man dessen angeklagt wird und man wirklich das nicht getan hat. Ich habe im Gefängnis gesessen, 6,5 Monate. Du hast 6,5 Monate im Gefängnis gesessen? Ja, in Untersuchungshaft. Ich habe jeden Tag da gesessen, habe überlegt, hast du irgendwann mal an dem Kind was gemerkt, wenn es bei mir geschlafen hat? Weil ich hatte ja viel Kontakt mit dem Kind, ne? Hm. Wir haben viel unternommen und so. Ja. Und habe ich irgendwann mal einen dummen Kommentar von irgendjemandem, irgendwas, so Sachen sind mir durch den Kopf gegangen und nichts, ich habe nichts, absolut nichts gemerkt an dem Kind. Diese Zeit, ich kann selbst keine Kinder kriegen. Mhm. Und nachdem du dann freigesprochen wurdest, du hast im Gefängnis gesessen, das heißt dein ganzes, du warst wahrscheinlich eine unbescholtene Frau vorher. Du hast keine Konflikte mit dem Gesetz gehabt? Nein. So, das haben alle in deinem Umfeld mitbekommen, Freunde, Verwandte. Ja. Und nachdem du dann freigesprochen wurdest, haben die dich alle wieder so behandelt wie vorher? Nein.
Das ist das Schlimme. Ich bin danach nicht mehr weggegangen. Ich habe mich fast eingeschlossen zu Hause. Gibt es heute noch Panik, hinzugehen, wo viele Menschen sind. Habe immer noch das Gefühl, man guckt mich an. Gibt es denn Menschen aus dem nahen Umfeld von damals, die zu dir gehalten haben? Oh, das ist schon schlimm, wenn du so nachdenken musst. Nein. Hattest du damals einen Partner? Das sind so Sachen, ich habe so viel vergessen, so viel verdrängt und so. Also während wo der Prozess war, ja, da hatte ich jemanden, doch, stimmt. Aber die Beziehung ist daran auch kaputt gegangen. Hast du denn danach bis heute wieder mal eine Partnerschaft gehabt oder hast du gar eine im Moment? Im Moment habe ich keine. Ja. Also ich habe mich erst vor 6 Wochen ungefähr getrennt. Ah ja. Aber er wusste das nicht. Ach, das heißt... Nein. Du magst es nicht. Schon gar nicht mehr. Weil du Angst hast, die Leute glauben es dann doch nicht. Genau. Weil es bleibt irgendwas dann hängen. Genau. Nach dem Motto, na, vielleicht hat sie es doch gemacht. Genau. Ja, das ist schlimm. Das ist wirklich sehr schlimm. Auch wenn ich neue Leute kennenlerne oder so, das erzähle ich nicht. Das erzähle ich nicht. Das heißt, du lebst auch sehr isoliert. Ja. Ich habe wenig Freunde. Ja. Wenn dann nur wirklich meinen allerbesten Freundin, habe ich schon 11 Jahre, der hat es auch mitbekommen. Der hat dann aber auch dann zu dir gehalten? Der hat mir gehalten. Was machst du vom Beruf? Nix. Ich bin in psychologischer Behandlung. Ach, du bist in psychologischer Behandlung? Ja, ich bin in psychologischer Behandlung. Aber. Und kannst du beruflich nichts machen, weil du seelisch so angeschlagen bist? Genau. Und das als Nachfolge, also als Nachwirkung von Nachwirkung. Als Folgewirkung. Genau. Ja, das muss man sich mal wirklich vorstellen, was du gerade erzählst. Dass Menschen dadurch kaputt gemacht werden können. Ja, das mein Leben ist ruiniert. Ja, und dass diese Gesellschaft, in der wir leben, jemanden, der dann offensichtlich freigesprochen wurde, nicht wirklich so wieder behandelt, wie er vorher behandelt wurde. Nämlich makellos. Es bleibt irgendwie ein Makel hängen. Genau. Mhm. Hilft auch keine Entschädigung, wo man bekommt oder so. Hast du die bekommen? Ja. In 3000 Mark waren das damals. Gott. Das ist ja ein Witz. Für 6,5 Monate Gefängnis. Für 6,5 Monate Gefängnis, na super. Hast du mit diesen anderen Angeklagten, mit dieser Familie, irgendwie dann nochmal Kontakt gehabt später? Ich weiß viel, ich sehe öfters ein paar Geschwister davon. Aber nicht wieder so, dass. Wahrscheinlich hast du 100 Millionen Mal darüber schon nachgedacht. Wie kann es sein, dass so eine Riesenwelle in Bewegung geraten ist damals? Mit so vielen Beteiligten und so vielen Vorwürfen. Wer trägt die Schuld daran? Ich weiß es nicht. Wenn ich das wüsste, würde es mir vielleicht besser gehen. Würdest du unterstellen, dass die Menschen, die Kinder betreut haben, du hast es ja gerade schon so angedeutet, dass man den Kindern das quasi in den Mund gelegt hat? Ja, viel. Also Stichwort suggestive Fragen. Genau. Sehr viel sogar. Weil, wie gesagt, es sind ja dann Sachen gefallen, wie zum Beispiel mit dieser Oma. Ich habe mit dieser Oma noch nie ein Wort geredet. Ich habe die zwar gesehen, immer in der Stadt oder so, aber ich habe nie mit der ein Wort geredet und soll mit ihr in einer Wohnung gewesen sein und da irgendwas gemacht haben. Wie lange hat diese gesamte Prozesszeit gedauert? Über 2 Jahre. Da warst du erledigt danach. Ja. Es ist ja auch für die Kinder, du sagst, die Kinder sind von der Familie weggenommen worden. Warum eigentlich, wenn dann nichts passiert ist? Ja, weil diese Zeit, das ist ja 93 passiert, 93, wo alle so festgenommen worden sind und so und ins Gefängnis gekommen sind. 94 sind die meisten entlassen worden und 95 hat der Prozess erst angefangen, 97 war der fertig. Und dann haben sie angefangen, weil das Urteil lautet ja Freispruch, dass die Kinder wieder in die Familien integriert werden und so. Ja. Und die Leute von dem Kinderheim, wo die sind halt dagegen. Mein Gott. Die Kinder nicht raus. Yvonne, meine Sendung ist jetzt leider vorbei. Ich habe mich gefreut, mit dir gesprochen zu haben.
und wünsche dir von Herzen alles Liebe und alles Gute. Und wir werden dich jetzt auch nochmal zurückrufen, um nochmal in Ruhe ein bisschen sprechen zu können. Ja, danke schön. Alles Gute von Herzen wünsche ich dir. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss.